weil ich in die Welt hinaus schreie, dass die bestehende Ordnung untergehen wird. Wehe auch euch Gesetzgebern. Ihr beladet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten. Ihr selbst aber rührt diese Lasten nicht mit einem einzigen Finger an. Wehe euch Gesetzgebern, euch Mörlern. Wehe euch Gesetzgebern, euch wahren Kriminellen. Ihr habt den Menschen jede Möglichkeit genommen, die Wahrheit zu erkennen. Und denen, die nach der Wahrheit schreien, den schlagt ihr aufs Maul. Dieser Saboteur muss so schnell als möglich abgeurteilt werden, damit Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden. Zur Sicherheit und zum Wohl unserer Mitbürger, die ein Recht haben auf die Einhaltung unserer Gesetze. Sie hetzen die Menschen gegen dich auf. Sie werden dir nie verzeihen, dass du die Wahrheit sagst. Sie haben Polizei und Militär und haben Tränengas und Maschinenpistolen. Sicherheit, die ihr mit Tränengas erreicht. Scharfe Worte fallen auf beiden Seiten. Die ersten Steine werden aufgehoben. Die Polizei geht mit Tränengas gegen die Massen vor. Die Menschen, zu denen du sprichst, begreifen nichts. Ich bin nicht euer Superstar. Und dem ihr aufs Maul schlagt, wenn er aus der Rolle fällt. Euer Weihrauch ist mir ekelhaft. Er stinkt nach verbranntem Menschenfleisch. Ich habe eure ganze Show und eure Rituale satt. Und ich spucke euch aus! Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, der so ein großes Maul hat. Ich bin der Ungehorsame. Ich will die Blinden unter euch sehend machen. Sie werden euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln und einsperren und töten. Eure brennenden Herzen können sie nicht ersticken. Denn es ist nichts verborgen, was nicht sichtbar werden wird. Und nichts ist geheim, was nicht bekannt werden wird. Geht unter die Menschen und sagt, es ist Zeit. Zieh deine Uniform aus und wirf sie weg. Weckt die Toten unter euch auf. Treibt den Wahn aus den Menschen aus. Verzweifelt nicht, wenn sie euch auslachen und verhöhnen und anspucken und schlagen und verfolgen und misshandeln. Wehe euch, die ihr jetzt lacht. Denn ihr werdet weinen. Oder wie könnt ihr zu eurem Bruder sagen, lass mich den Splitter aus deinem Auge ziehen! Hinter eurem Auge ist ein Balken! Ihr Heuchler! Zuerst entferne den Balken aus deinem Auge! Und dann sieh zu, wie du den Splitter aus meinem Auge ziehst! Ihr nennt sie Fresser und Säufer, so wie ihr mich Fresser und Säufer schimpft. Ihr selbst aber fresst und sauft, ohne Hunger und Durst zu haben. Woher weißt du, dummes Schwein, wie oft ich in meinem Leben gehungert habe? Du dumme Sau!